Moin und herzlich willkommen hier mal wieder zu einer kleinen Folge Minecraft Puppyhausen 2. Ich wollte mich heute mal mit euch wieder auf unserem Server hier begeben vom lieben Olli und mal gucken, was sich so verändert hat in der Zeit und mal ein bisschen rumtrocken, weil es ja in letzter Zeit kein Puppyhausen 2 bei mir gegeben hat, weil ich einfach nicht wusste, what the fuck, was will ich denn hier überhaupt noch machen, weil ich habe ja, ach ja, die haben ja Redstone so ausgeschaltet, ich habe an sich mein Haus gebaut, ich habe hier meine Bäckerei gebaut. Dann hatte ich jetzt halt die Idee gehabt, einmal noch so ein Arzthaus vielleicht zu bauen oder so. Aber bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich möchte mal wieder gucken, was hat sich hier so verändert. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Und Leute, eine Sache noch zur Erinnerung. Morgen von 18 bis 20 Uhr streame ich Harvest Moon. Nur damit ihr dann wieder im Bilde seid. Also hier hat sich scheinbar nichts verändert. Dann gehen wir mal hier lang. Also es gibt, glaube ich, angeblich einen neuen Stand. Ja, hier, den hier. Ich flüste jetzt von hier. Hier. Okay. Hier gibt es dann anscheinend diese Sachen. Was auch immer Sven für Probleme hat. viel Spaß. Okay, das ist jetzt einfach mal nicht passiert. Was haben wir denn hier so anderes? Ja, ich weiß, in dieser Umgebung ruckelt es immer. Ich glaube, das liegt irgendwie an Christinas ganzen Tieren und an der Mobfarm unten, glaube ich. Wir könnten gucken, ob sich wieder was bei der Baumfarm getan hat. Das kann ja gut sein. So. Aber hier ist scheinbar alles gleich geblieben. Okay. Dann gucken wir einfach mal in diese Richtung. Ach, wir sind jetzt auf der 1.10, ne? Deswegen das Auto springt an. Und ich wundere mich gerade, warum zwischendurch einfach mal meine Figur hüpft. Ach, guck mal, hier. Sein Haus ist immer noch kaputt. Anstatt dass er mal sein Haus neu baut, ne? Aber ich glaube, er hat das schon ein bisschen hoch. Ich glaube, der hat das schon wieder ein bisschen hochgezogen. Glaube ich. Keine Ahnung, ob hier was anders ist. Oh nein! Oh verdammt. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Ich weiß, was wir die restliche Folge machen. Wir versuchen hier ein bisschen was zu reparieren. Oh, verdammt. Das war keine Absicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, mache ich gleich. Mache ich gleich. Mache ich gleich. Was brauche ich denn? Ich brauche bestimmt Glaspanels. Glas und ich brauche gespannten Stein. Oh Gott. Muss man eben hier so ein bisschen langhüpfen. Ja, Stein und Glas. Okay. Ach Gottchen, Leute, bin ich doof. Oh Mann, das ist ja auch eine doofe Idee, hier nachts rumzulaufen. Hier hat sich auch nichts verändert, okay? Also irgendwie habe ich erwartet, dass hier so ein bisschen was anders ist. Aber irgendwie hat sich nichts getan. Und ich war voll lange nicht mehr hier in der Gegend. Alter Schwede. Leute, warum? Okay, ich mache ja in letzter Zeit auch nicht so viel. Aber ich weiß noch einen Ort, wo wir hingehen können, wo sich auf jeden Fall was verändert hat. Oh ja. Aber erstmal gehen wir schlafen und versuchen mal Sven zu überreden, auch schlafen zu gehen. Gehst du mal rot durch? Sven, kannst du schlafen? Kannst natürlich mit Doppel-N. Bitte, 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 bitte. Nein. Warum nicht? Müssen alle liegen? Oder ist dieses 50%-Ding an? Leg dich rein. Sollte gehen. Okay. Ich liege. Aber es geht nicht. Also das 50%-Ding ist nicht an. Okay. Ja. Also funktioniert es doch nicht?
ja nichts Schlimmes, ist halt so. Jetzt können wir aber erstmal unsere Steine besorgen, damit wir mal eben schnell das Haus dahin reparieren, was ich gerade zertrümmert habe aus Versehen. Alter Leute, das war echt keine Absicht. Es tut mir leid, wenn du das hier sehen solltest. Oha, ich habe ja fast gar keine Steine mehr, stimmt ja. Das dürften aber die hier gewesen sein. Und da habe ich die, glaube ich, die Panels. Ja. Aber ich meine, ich brauche noch mehr. Ich meine, das sind immer 6, die in so einer Scheibe sind. So, dann nehmen wir die mal mit. Und das sollte jetzt eigentlich reichen zum Fixen. Ich hoffe es. Oh ja. Gehen wir mal schnell wieder hin. Und passen ein bisschen auf Creeper auf. Oh Gott, das war ja so... Oh, ich sag's noch, ne? Hallo, Creepy. Nein, lass mich in Ruhe, Creeper. Und ihr auch, Spinnies. Ich will nur das Haus reparieren, okay? Ich will nur diese Ecke reparieren. Ich weiß nicht mal, wem das Haus gehört. Da steht kein Name dran. Oh nein, ich hätte noch Erde mitnehmen sollen. Na egal, erstmal repariere ich das Haus. An sich... So, das dürfte eigentlich das gewesen sein, ne? Jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen Erde da drin, ne? Bin mal ein bisschen frech und nehme die von hier. Den hier weg. So, das sollte eigentlich reichen. So. Diese Mini-Ruckler tun mir übrigens immer sehr leid. Ich kann da im Moment nichts gegen tun. Es ist nur mal mein PC, der nicht so gut ist. Ey! So, jetzt reicht's. Hallo! Hau ab! Dankeschön! Aber erstmal sprenge ich hier einfach das Haus in die Luft, ne? Das ist ja so klar. So. Aber jetzt sollte das eigentlich wieder soweit in Ordnung sein. Ich hoffe, das ist in Ordnung, sonst melde dich einfach, wenn du das hier siehst und sagst, dass das nicht so in Ordnung ist. Dann sag einfach Bescheid. Ich musste mal eben das Autospringen ausmachen. Das ist mir so auf den Sack gegangen. So, und jetzt gehen wir dahin, wo ich meine, wo es auf jeden Fall eine Änderung geben müsste. Und zwar besuchen wir jetzt mal neben Cookie. Weil beim Cookie dürfte sich ganz schön viel verändert haben. Zumindest, wie ich durch Erzählungen gehört habe. Und da bin ich echt gespannt drauf, um ehrlich zu sein. Ist da keine Lava mehr drin? Doch, ist es noch. Okay. Also, ach, hier fehlt die Faden, ne? Ah, okay. Ich guck mal, ob ich den wiederfinde. Weil manchmal... macht den aus Versehen jemand weg und dann wird der eingezogen und dann vergisst man das wieder ranzumachen und. Das ist halt manchmal so. So, ich muss mal eben kurz gucken, bin ich in der richtigen Richtung? Ich glaube schon. Hier habe ich das Gefühl, dass jetzt die Steuerung ein bisschen anders ist vom Boden. Ich meine, so dürfte ich in die richtige Richtung kommen, ne? Ich glaube. So. Das dürfte passen. Oder nicht? Doch, erstmal hier noch drauf vorbei? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Da, okay. Das war doch vorher nicht, oder? Das hat er doch gezogen. Mir fällt jetzt schon was auf. Ach, da unten ist das Boot. Das hätte ich gerne wieder. Komm, danke. Dieser eine Abschnitt hier, der war nicht. Der hier. Die Sandbank da, die gab es vorher nicht. Alter Schwede, Leute. Vorher hat hier das geendet und das war alles Wasser. Heiße Angelegenheiten. Okay, ich versuche mal darüber zu springen. Gut, hat funktioniert. Also das Feld hat er größer gemacht. Dieser Teil, den gab es vorher überhaupt nicht. Hat er hier schon was gemacht? Ja, hier hat er so eine Anlegestelle, glaube ich, gemacht.
Ach, hier hätte ich auch erlegen können, ne? Ah, ich bin auch doof, ne? Egal. Bring mir mal ein Boot. Okay, das hier ist also neu. Das erkenne ich schon mal auf jeden Fall. Die Sandbank ist neu. Das hier ist auf jeden Fall neu. Holla die Waldfee. Ach, das hier dürfte nicht mehr funktionieren bei ihm. Ah, okay, da oben gibt es noch ein Feld. Das sind die Dinger. Wo kommt man hier hin? Hier, an dem Tee da hinten sieht man übrigens noch, dass das auf jeden Fall die gleiche Insel ist. Hier hat man einmal umrundet, okay. Das ist ein Friedhof. Dann ist das hier wahrscheinlich die Kirche. Kommt man da irgendwie ran? Oder es soll vielleicht eine Kirche werden, aber da ist noch ein Skelett drin, ne? Nacht der lebenden Toten, ne? Oder ist das... Oder ist das keine Kirche, aber es ist so ein... Wie heißt das? Doch, das ist doch eine Kirche. Du musst doch ein Kreuz, oder nicht? Warte. Muss man eben von einem anderen Blickwinkel herkriegen. Und ja, ich sehe, wofür er das, die ganzen Steine gebraucht hat. Da oben. Naja, also ich würde das jetzt schon als Friedhof und sowas erkennen. Der hat hier eine Stadtmauer gezogen, Alter. Er hat eine Stadtmauer gezogen. Das war ja alles so ein Biom hier. Und der hat jetzt hier, hat Cookie richtig Gas gegeben. Alter Schwede. Das nenne ich mal Terraform. Terraform der reinsten Art. Hallo, wow, wow. Du bist ja wahrscheinlich Cookie. Hm. Ob er das sowieso gemacht hat? Doch, nee. Hier könnten immer noch Mobs reinlaufen, okay? Also es ist, die Mauer ist nicht zur Sicherheit. Oder soll vielleicht noch zur Sicherheit werden? Ich weiß es nicht. Aber es ist Wahnsinn, oder? Wie sich das verändert hat hier. Alter Schwede. Also das... Cookie, Respekt. Und zu guter Letzt gucken wir jetzt nochmal. Ich war ja schon bei der Baumfarm, da hat sich ja nichts geändert, ne? Ich habe aber selber noch gar nicht großartig weitergemacht in der Mine. Aber manchmal gibt es so ein paar Leute, die sich dann einfach da reinbuddeln. Wisst ihr, was ich meine? Die das dann auch mit benutzen. Vielleicht hat sich ja jemand hier die Freiheit genommen und hat mal ein bisschen gebuddelt. Ich meine, ist möglich, oder nicht? Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach mal in die Kommentare schreibt, ob ihr auch mal wollt... Ne, hier war aber keiner. Ob ihr nicht auch mal wollt, dass ich mal wieder Poppyhausen 2 Folgen mache. Sei es, dass ich dann irgendwie farme und dabei laber oder wirklich vielleicht ein Haus baue oder... Könnt ihr mir einfach mal schreiben. Und wenn ihr selber Ideen habt, was ich hier noch machen kann, alleine oder mit jemandem zusammen. Ich meine, hier sind ja Leute drauf. Dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, natürlich auch über eine Bewertung. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder und vielleicht morgen. Bis zum Stream von Harvest Moon. Tschüss!